Der englische Maler Alfred Sisley lebte und wirkte sein gesamtes Leben in Frankreich. Deshalb zählt auch er zu den französischen Impressionisten. Das Gemälde Schnee in Louveciennes entstand im Jahr 1874, in dem Jahr, in dem die erste Impressionistenausstellung in Paris stattfand. Eine Gruppe von Künstlern, die im offiziellen Salon, im staatlichen Salon nicht zugelassen worden war, hatte sich zusammengetan und stellte das erste Mal gemeinsam aus in der Galerie von Félix Nadar. Aufgrund einer ursprünglich negativen Kritik wurden diese Künstler Impressionisten genannt. Ihr gemeinsames Ziel war, sich abzuwenden von den Idealen der staatlichen Akademie der Künste und etwas Neues zu malen. Insofern war der Begriff Impressionismus sehr gut gewählt, denn er brachte genau das zum Ausdruck, was die Künstler wollten, nämlich einen Eindruck, eine Impression eines Moments erzeugen. Alfred Sisley zeigt in der ersten Impressionistenausstellung 5 Landschaftsgemälde. Seit 1872 lebte Sisley in Louveciennes gemeinsam mit seiner Familie. Der Ort liegt etwa 20 Kilometer außerhalb von Paris an der Seine. Die Landschaft rund um Louveciennes bot ihm vielfältige Motive. Im tief verschneiten Winter 1874 malt er den Dorfweg nach Louveciennes. Es ist ein sonniger Wintertag, ein hellblauer, fast wolkenloser Himmel. Und der Himmel nimmt die Hälfte des Bildes ein. Auf der unteren Bildhälfte sehen wir vor allem die schneereiche Oberfläche. Ein brauner Streifen von Gehölz und Häusern trennt das Bild in eine obere und eine untere Hälfte. Die Fläche des Schnees unten malt Sisley mit vielen kleinen, kurzen Pinselstrichen, vor allem aus Weiß und zarten Hellblautönen. Markant ist die Struktur des Bildes. Neben der klaren Teilung in eine obere und untere Bildhälfte fällt auf, dass er im unteren Teil 2 markante Dreiecke oder Keile auf die Bildmitte zulaufen lässt. Den einen Keil bildet die blaue Schneefläche, die durch einen Schatten erzeugt wird von der tiefstehenden Sonne. Die Spitze des Keils weist auf den Weg Richtung Dorf und zielt genau dorthin, wo der Weg hinter einem Hügel verschwindet. Ein zweiter, noch größerer Keil weist direkt auf die Bildmitte. Die linke Seite ist markiert durch den Weg des Dorfes, die rechte Seite führt an der Grenze zwischen Schnee und Bäumen entlang. Direkt auf einen hellen Punkt in der Mitte und darunter eine zart rote Markierung. Das zieht den Blick des Betrachters mitten ins Bild. Denselben Ort malt Sisley im gleichen Jahr noch einmal, wahrscheinlich in unmittelbarer zeitlicher Nähe. Der Lattenzaun, den wir in beiden Bildern sehen, verbindet quasi diese beiden Bilder zu einem einheitlichen Panorama. So sehen wir von diesem Ort ein bisschen mehr als nur auf dem einen Bild. Wir können nach links und nach rechts schauen. Bei Straße in Louveciennes steht die Sonne, die wir auf beiden Bildern nicht direkt sehen können, noch etwas tiefer. Und das Abendrot beleuchtet den Schnee noch rosafarbener. Auf beiden Bildern erkennen wir kleine menschliche Figuren. Sie erlauben uns die Einschätzung von Proportion und Entfernung in den Bildern. Sie sind so präzise dargestellt, dass wir ihren Charakter, ihren Typus und auch ihr Geschlecht gut erkennen können. Diese beiden frühen impressionistischen Bilder Sisleys zeigen seine realistische Maltradition aus seiner Ausbildung im Atelier von Charles Glaire, wo er auch Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir kennengelernt hatte. Trotz der freien Pinselschrift zeigt diese Malweise seinen Weg am Beginn seiner impressionistischen Karriere.
Als Künstler erfährt Alfred Sisley zu Lebzeiten nur wenig Anerkennung, trotz der großen Unterstützung des Kunsthändlers und Galeristen Paul Durand-Ruel. Erst nach seinem Tod wird Alfred Sisley zu den wichtigsten Impressionisten gezählt.